Herzlich willkommen zu weiteren Abkündigungen für Januar 2021. Liebe Mitglieder und Freunde der Martin-Luther-Kirche, wir folgen weiterhin Umleitungen, die uns eine Weile lang auf neue Wege führen, bis wir dann an unser vorherbestimmtes Ziel kommen. Während der Kirchenvorstandssitzung am Dienstag letzter Woche wurde beschlossen, die Jahreshauptversammlung bis auf Weiteres zu verschieben. In normalen Zeiten verpflichtet uns unsere Verfassung, im Februar oder im März ein jährliches Treffen abzuhalten. Die Situation in dieser Pandemie bietet uns jedoch, laut Mitteilung der Eastern Synod, Flexibilität. Unsere Gemeinde ist finanziell gut aufgestellt, die Instandhaltung läuft wie gewohnt und vor allem sind wir weiterhin eine sehr aktive Gemeinschaft von Christen. Wir werden die Covid-19-Situation weiterhin genau beobachten und hoffen, später im Jahr eine Hauptversammlung in Person anbieten zu können. In der Zwischenzeit werden wir uns auf die wichtigste Entscheidung konzentrieren, vor der unsere Gemeinde gerade steht: einen neuen Pastor oder eine neue Pastorin zu wählen. Wenn sich die Kandidaten an den Wochenenden des 21., 28. Februars oder am 7. März bei uns vorgestellt haben, bekommen sie die Möglichkeit, für einen der Kandidaten zu stimmen. Zuerst ist es Aufgabe des Suchkomitees, eine oder einen der potenziellen Kandidaten auszuwählen und dem Kirchenvorstand diesen Vorschlag mit Begründung vorzulegen. Dieser wird erörtert und entschieden. Danach werden Sie, die Gemeindemitglieder, über alle möglichen Kommunikationskanäle informiert und können geheim abstimmen. Weitere Informationen zu diesem Prozess werden in den kommenden Wochen bereitgestellt. Jeder Gottesdienst ist ab 11 Uhr auf YouTube zu sehen. Zusätzlich bieten wir von jetzt an mehr Gemeinsamkeit an. Wenn Sie dabei sein möchten, loggen Sie sich ab 10.50 Uhr im Zoom-Link des Kirchencafés ein, um den Gottesdienst zusammen zu erleben. Und wie immer, für alle unsere Online-Angebote bitte über Eventbrite anmelden oder im Kirchenbüro via Telefon oder E-Mail. Am einfachsten ist es, die Informationen unserer wöchentlichen E-Mail zu entnehmen. Dafür bitten wir Sie, sich auf unserer Webseite zu registrieren oder das Kirchenbüro zu kontaktieren. Unsere deutsche Radioandacht ist wie gehabt auf unserer Internetseite oder jeden Sonntag live um 9.30 Uhr auf CHLO Radio AM 530 zu finden. Pastor Hille ist jetzt über das übliche Cellphone 416 567 2487 erreichbar. Falls es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie jetzt, eine Kerze anzuzünden und an Frau Manda und ihre Familie zu denken. Die Beerdigung findet am 27. Januar um 10 Uhr statt. Aufgrund von Covid kann dieses nur im kleinen Kreis passieren. In der Zwischenzeit halten Sie bitte die Familie und Freunde im Gebet und auch einander. Und hier unsere weiteren Programme. Bitte lassen Sie uns so bald wie möglich wissen, wenn Sie bei unserem Winter- oder Frühlingsbazar mitmachen möchten. Seit dem Aufruf der letzten Woche haben sich schon einige gemeldet. Es wird bunt und wunderschön, also machen Sie bitte mit. Und keine Sorge, Sie brauchen keine technischen Fähigkeiten, bis auf das Fotografieren Ihrer Handarbeit zu haben. Sowohl Masken für Gutes wie auch Suppe und Segen werden fortgesetzt. Wenn Sie Zeit, Talente, Fragen und Geldspenden haben, wenden Sie sich bitte an Vicar Adam, das Kirchenbüro oder an Präsidentin@martinluther.ca, um herauszufinden, wie Sie diese Projekte am besten unterstützen können. Hiermit enden die Abkündigungen. Es wünscht Ihnen Gottes reichen Segen und Gesundheit. Herzlich, Ihre Vorstandsvorsitzende Iris Schweiger.